Jetzt komm doch mal hier, du blödes Vieh. Ach komm, scheiß drauf. Wir haben gerade auch zwei hingekriegt. Da bin ich jetzt auch mal nicht so feige und lock den hier weg vom anderen. So. Ich finde ja die Fellfarbe ein bisschen komisch von den Wüstenläufern. Muss ich sagen. So, damit habe ich jetzt aber endgültig noch eine. Ach du Scheiße. Dem hast du's gesagt. Damit habe ich jetzt aber, glaube ich, endgültig alles erzählt, was es irgendwo zu erzählen gab. Ich habe ja auch rein labertechnisch habe ich bestimmt über 5 Stunden an Quatschzeit gefüllt. Also mehr eigentlich, wahrscheinlich sogar, ich weiß es nicht. Aber unglaublich viel habe ich ja jetzt dazu gequasselt. Ich glaube, es ist dann auch mal gut irgendwo, wenn ich dann nichts mehr erzähle zum Rollenspiel, weil, ja, ist halt schon unglaublich viel gewesen. Aber es ist halt auch so, dass wenn man da schreibt, alle Leute schreiben mit, alle machen sich Gedanken irgendwo und dadurch entsteht schon eine unglaublich komplexe Welt mit ganz, ganz vielen Feinheiten, die man dann zu beachten hat. Man denkt sich dann auch teilweise Sachen nur so aus der Not geboren aus. Das wäre erledigt. So, schön, dass wir es geschafft haben. Man denkt sich dann Sachen auch teilweise nur so aus der Not geboren raus, weil sie sich gerade ergeben oder sowas. Oder weil man irgendwie auf andere Rücksicht nehmen muss und dann ändert man seine Geschichten ab. Und dadurch entstehen dann teilweise ganz komplexe Sachen dabei. Weil alles irgendwie ineinander verwoben ist. Und dann ist es eben so, dass man wirklich, wirklich viel Inhalt hat und wirklich viel zu erzählen hat dabei. Weil da schon so eine eigene Welt im Prinzip entsteht so ein bisschen. So. Jetzt aber genug vom Rollenspiel, jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Hier und Jetzt. Wir haben die Wüstenläufer gefunden. Können wir vielleicht Orknarok jetzt endlich loswerden? Ah ja. Ich denke, ich brauche dich jetzt nicht mehr. In Ordnung. Dann kann ich ja endlich mein eigenes Ding durchziehen. Tu das. Ich danke dir. Hier, nimm dies. Es wird dir helfen. Leb wohl. Yay, 3 Heiltränke. Und Orknarok verlässt die Gruppe. Sehr gut. Ich dachte gerade, da sitzt ein Schamane rum. Aber nein. Gut, wo haben wir denn, ich weiß gar nicht, an welcher Ecke des Tempels ich schon wieder bin hier. Ach, da ist er doch. Genau den habe ich gesucht. Genau dich habe ich gesucht, Ekadesh. Die furchtlosen Wüstenläufer sind tot. Die Biester sind tot? Gut, dann sieht die Sache hier schon nicht mehr ganz so hoffnungslos aus. Hier, nimm dies als Belohnung. Du bist ein beschissenes Weichei, dass du es nicht selber hingekriegt hast. Aber danke für die 1000 Goldstücke. So, haben wir das. Jetzt müssen wir mal gucken. Morasul. Bestrafe den Sklaven Yusuf. Das könnten wir eigentlich mal angehen. Und danach... Ja, Ilya will ein Artefakt aus dem Tempel. Das können wir noch nicht machen. Kafu will sein Gold zurück. Genau, Kafus Wachen und Yusuf müssen wir jetzt finden. Okay, ich vermute, dass beide irgendwo im Osten bis Nordosten sind. Beziehungsweise östlich bis nordöstlich der Stadt. Kalash will die Tempelschlüssel, ist klar. Verschwiegener Handel, was war das denn? Ach, Hamid, genau, den müssen wir seins noch vorbeibringen. Seinen Artefakt. Öffne den Tempel. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach Morasul zurück. Beziehungsweise nicht direkt nach Morasul, sondern bis vor Morasul. Und dann umkreisen wir mal dieses Felsplateau dort. Um zu schauen, ob dort irgendwelche entlaufenen Sklaven oder bösartigen Wachen in der Nähe drumherum sind. Und da fällt mir gerade was ein. Ich wurde auch darauf hingewiesen, nimm doch mal Ausdauertränke. Ja, ja, ich tue ja schon. Ausdauertrank, hier. Wir legen sie uns mal auf den Quickslot der 7, damit wir mal, wenn wir das Bedürfnis haben, mal rennen können. Ich habe gerade das Bedürfnis nicht. Aha, aha, aha. Nein, ich werde jetzt nicht diesen Ausdauertrank nehmen und laufen. Einfach, weil ich's kann. So. Also laufen wir jetzt mal wieder nach Norden. Und schauen mal, was uns da so erwarten mag. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie irgendwo östlich sind und nordöstlich. Aber so genau weiß ich es auch nicht mehr. Ich meine, es ist auch ein bisschen schwierig, sich hier ordentlich zu orientieren. Aber ich muss auch zugeben, es ist genauso schwierig, sich in Myrtana zu orientieren, wenn man durch die Wälder läuft. Auf jeden Fall bin ich hier schon mal gewesen, wie es scheint. So, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich nicht in die Stadt hochgehe. Dort geht's hoch. Genau, dann gehen wir hier unten lang. Jetzt müssten wir ja direkt bei Kafu wieder vorbeikommen, wenn ich mich nicht irre. Oder? Ah nein, ich glaube, der ist da oben irgendwo. Gut, ist auch egal. Wir wollen ja nicht zu Kafu. Wir wollen ja seine Wachen suchen. Und Yusuf natürlich. Yusuf auch noch. Irgendeinen werden wir schon finden, wenn wir hier langlaufen, denke ich.
So, ein Bett wäre jetzt natürlich geil gewesen, damit wir es bei Tageslicht machen können. Aber hey, was soll's. Gibt Wichtigeres. Gut, Bäume, 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 Büsche. Aber hier versteckt sich niemand. Ich glaube, ich bin auch gerade nicht so ganz richtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich... Ja, ich bin schon wieder hier bei diesen Meeresbusen unten. Das ist nicht so ganz richtig. Ich muss hier mal nach Norden. Ah, da juckt mir gleich das Auge davon. Ist ja schrecklich. Ach, so. Gut, da drüben ist Morasul. Die sagen mal alle Morasul. Irgendwie ist es bei mir Morasul. Das muss ein hartes S sein. Mich würde auch mal interessieren, was das da bedeutet. So, was haben wir denn hier Schönes? Das ist nicht Morasul, oder? Oder doch? Doch, hier ist Kafu, genau. Okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Und schauen mal, was wir hier finden, wenn wir nach Norden uns bewegen. So, zum Beispiel davon. Aber nein, da waren ja die Wüstenräuber um Kirk gewesen, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja, da liegt er ja, der Kirk, der faule Hund. Ruht sich aus nach dem harten Kampf gegen uns. Ach nein, das ist ein Wüstenräuber hier drüben. Ne? Arschkrampe, verfluchter Verräter, Mistkerl, dreckiger Lurch. So, mehr fällt mir gerade nicht ein an blöden Beleidigungen. Sohn einer räudigen Hündin. Gut. Ah, hier drüben vielleicht ein bisschen mehr, hä? So, damit wir Morasul ein bisschen in Sichtweite haben. Nicht, dass sie hier irgendwo direkt an der Felswand sitzen und wir laufen dran vorbei. Das wäre natürlich ein bisschen blöde. Jetzt wäre Sichtweite. Ich stelle mal die Sichtweite hoch. Mal gucken, ob es geht. Nein, nicht Audio. Mensch. Konzentrier dich mal. Video. Auflösung. Nee. Hä, wo war denn das? Details, hier. Angepasst. Und zwar... Entfernung, ist es das? Moment mal kurz. Vegetationssichtweite, Sonnenringeffekte. Ja, das scheint hier oben das zu sein. Ich will eigentlich hier die niedrige Detailstufe. Da können wir eigentlich mal auf Mittel gehen, oder? Machen wir hier mal so. Gut. Machen wir mal beides Mittel. Okay. Ist das jetzt schon geändert? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So wünsche ich mir das doch. So ist die Wüste doch schon viel mehr zu genießen. Ich hätte das schon viel eher tun sollen. Ist es nicht schön? Ist da drüben jemand? Nee, das ist bloß eine Flagge, ne? Aber da ist doch was. Tut mir leid, jetzt werfe ich mir mal einen Ausdauertrank ein. Jetzt bin ich mal so frei. Damit wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Oder wisst ihr was, ich speichere mal hier, damit wir jetzt nicht den Weg wieder zurücklatschen müssen, wenn da doch nichts ist. Dann lade ich das einfach. Wobei ich nicht weiß, was länger dauert, ehrlich gesagt. So, hier drüben, da brennt nämlich ein Feuerchen, genau. Da ist doch einer, oder? Oder, ach Mensch, ich bin auch blöd. Das ist doch von den Wüstenräubern. Ach. Konzentrieren. So, mal die Kresse halten einfach. Um die Musik etwas wirken zu lassen. Denn die ist wirklich gut eigentlich. Der Soundtrack von Gothic 3, der gefällt mir wirklich. Der ist gut gemacht. Und gerade in der Wüste natürlich ist es schön. Ich finde nett, wie sie das Gothic-Thema mit Arabesken verbunden haben, so ein bisschen, damit das nach was klingt. Minecrawler-Zangen? Warum liegen die denn hier rum? Wer hat die hier hingelegt? So, ich frage mich gerade ehrlich gesagt, wo ich denn bin. Okay. So, hier oben vielleicht. Die müssen irgendwo in irgendwelchen Ruinen sitzen, würde ich behaupten. Und Sandcrawler, natürlich. Die nehmen wir im Vorbeigehen mit. Alle miteinander.
weil wir es können einfach nur. Wenn wir es denn können, ich hoffe es einfach mal. Ja. Genau. So, komm schon. Zeig's mir. Zeig mir. Gut. Und die anderen. Wie sie alle ehrfurchtsvoll sich teilen. Ich bin Moses, ich kann die Sandcrawler teilen. Nur, dass ich nicht meine Arme hebe, sondern meine Schwerter. Aber es ist ja auch kein Meer, sondern Sandcrawler. So, jetzt stirb doch mal hier. Ja, sehr gut. Und der nächste. Ja, die drei, die tun uns jetzt auch nichts mehr. Jetzt können sie uns ja nicht mal mehr umkreisen, so wirklich. So, die laufen ja bloß noch hinter mir her. Das ist ja... Ach, es sind noch vier, okay. Aber da können wir sogar mal hier die Panoramaperspektive genießen und eben beim Kämpfen zusehen. So eine kleine Bewegungsstudie. So, um mal ein bisschen Abwechslung reingebracht zu haben. So, wir können übrigens auch... Oh, ja, können wir, genau. Ich mach das, ich zeig mal irgendwie die Bewegungsabläufe, wenn wir gerade nicht hier gegen Horden von Sandcrawlern kämpfen. So, wieder einer tot, dann sind es nur noch drei, wollte ich sagen, jetzt sind es nur noch zwei. Oh, ich bin so gut, ich komme nicht mal mit Zählen hinterher. So, und die sind so gut, dass sie alles abblocken. Ach, ich hasse es. So, jetzt aber mal hier. Was? Was? Nicht, dass ich jetzt noch bei zwei verbleibenden Sandcrawlern sterbe, das wäre irgendwie lächerlich. So. War es nur noch einer, jetzt werden wir das doch wohl hinkriegen hier. Na los! Komm schon! So, wir können auch so kämpfen. Das ist ja die althergebrachte Methode. Genau, jetzt zeige ich das mal. Wir können auch diesen hier machen, einen Stich, den konnten wir ja vorher auch. Wenn wir die normale Schwungtaste hier, wenn wir die gedrückt halten, dann kommt so ein Ringelreihen bei raus. Und wenn wir uns hier ein bisschen bewegen, also wenn wir mit dem Pfeiltaste in eine andere Richtung drücken als die, wo wir hingucken, dann macht er den hier. Allerdings habe ich da immer das Gefühl, dass er nicht wirklich effektiv ist, deswegen lasse ich das eigentlich in der Regel. So. Mal kurz was gefressen hier mal wieder. Jetzt haben wir ja mal wieder ein bisschen Fleisch. Jetzt können wir ja mal wieder Brotzeit machen, anstatt Heiltränken zu schlucken. So. Haben wir das? Wo war denn jetzt die Ruine, die ich gesehen hatte? Hier nicht, aber egal. Nimm auf, Mensch. Ich hatte doch hier eine Ruine gesehen. Bin ich nur vollkommen verkalkt? Ach, hier. Nee, doch, ja, genau. Löwen. Ich bin hier nicht richtig, oder? Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin, ehrlich gesagt. So. Oasensee, nee, hier sitzt doch niemand. Mensch, eine unbewohnte Oase, ist ja unglaublich. Die Löwen umgehe ich mal ganz großzügig. Den möchte ich mich ehrlich gesagt nicht unbedingt stellen. Denn das sind ja ein paar, wie wir sehen. Sechs Stück, naja. Ich will mal gucken, was da hinten in der Höhle... Ja, ich speichere mal lieber vorher, bevor ich da reingehe. Nicht, dass da noch 12 Löwen mehr sind und wir dann eingekesselt werden, weil dann Papa Löwe von der Arbeit nach Hause kommt oder so und uns dann hier in den Rücken fällt. Das muss ja nicht sein. Aber hier ist gar niemand drin, oder? Nö. Aber das wird bestimmt das Löwenhaus sein. So, rostiges Schwert. Naja, ein paar Skelette sind drin, mehr nicht. Gut, dann gehen wir mal wieder. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass hier ein Sklave in der Löwenhöhle wohnt, aber naja. Man weiß ja nie, wo die sich so hinretten. Hahaha, willst du mich verarschen? Jetzt kommen die wirklich nach Hause. Ach, leck mich doch. Ich gehe. Kommen die hier im Gänsemarsch anmarschiert? Ich fasse es doch nicht. Schnell weg hier. So, naja, man sieht halt, weil ich die Details immer noch relativ weit unten habe, dass das immer noch so ein bisschen nachladen muss im Hintergrund. Aber zumindest haben wir jetzt nicht mehr das Problem,
dass die ganze Zeit hinten alles im Nichts endet. Es sei denn, wie da hinten, dass wir jetzt noch 5 Kilometer weiter gucken können in der Wüste. Aber zumindest in näherer Umgebung sehen wir jetzt mal alles, ohne dass ständig hier sich alles weglöst, auflöst, wie auch immer. Ist dann vielleicht ein bisschen angenehmer zu gucken, würde ich denken, ne?